Die Firma Reiser ist ein Großhandelsunternehmen im Bereich der Haustechnik. Wir bieten kompetente Beratungen im Bereich Bäder. Wir sind für unsere Kunden Tag und Nacht bereit. Das heißt, wenn der Kunde abends bestellt, hat er am nächsten Morgen noch die Ware. Logistik ist eines unserer Kernkompetenzen. Wir haben hier eines der modernsten Zentrallager, das der Großhandel derzeit in Deutschland hat. Von dort aus verteilen wir die Ware an 17 Lager, die Ware halten, und von dort aus beliefern wir unsere Kundschaft. Die Reiser AG hat in der Planung der Logistikabläufe auf modernste Technik gesetzt. Nach dem hier in Böblingen stattgefundenen Brand im Jahre 2014 hat sich die Reiser AG für die Firma Gebhardt entschieden, die als Generalunternehmer hier neben dem automatischen Kleinteilelager auch das Wabenlager, das Palettenregallager und die Kragarmregale mit angeboten hat und auch umgesetzt hat. Das Herzstück unseres Logistikzentrallagers ist das Storebiter-Lager, ein One-Level-Shuttle-Lagersystem mit insgesamt 25 One-Level-Shuttles, die in 5 Gassen fahren. Zurzeit sind 105.000 Lagerplätze befüllt mit Kleinbehältern. Wir sind aktuell in der Lage, ca. 6.000 Picks am Tag mit diesem System zu fahren. Wir haben 16 multifunktionale Arbeitsplätze, die sowohl für die Ein- wie die Auslagerung genutzt werden können. Das ganze System basiert auf einer SAP-Steuerung mit untergeschalteten Subsystemen, die dann das automatische Kleinteilelager bewegen und steuern. Bei der Ein- und Auslagerung haben wir Konturenkontrollen und Gewichtskontrollen, sodass automatisch erkannt wird, ob die Behälter zu hoch gefüllt sind oder ob sie zu schwer sind. Die Lagerhaltung unserer Langgüter, die findet in einem Waben-Kassettenlager statt. In Kassetten werden die Langgutmaterialien an Kommissionierplätze gefahren. Dort wird die Ware ausgefasst. Das erfolgt zum Teil manuell per Hand, aber auch mit Krananlagen, die direkt an den multifunktionalen Arbeitsplätzen positioniert sind. Und so kann der Mitarbeiter mit Hilfe der Krananlage die Ein- und Auslagerung abfahren. Weiter haben wir natürlich im Lager Standard- und herkömmliche Lagertechniken. Also wir sprechen hier von Paletten-Hochregallagern und Kragarmlagern. In der Regel haben die 9 Ebenen, sodass wir bis 14 Meter Nutzhöhe haben. Die Zweigeschossigkeit können wir überbrücken über Kettenförderanlagen, auf denen wir die Paletten aufgeben und dann automatisiert in den ersten Stock oder aus dem ersten Stock wieder ins Erdgeschoss befördern. Wir konnten durch den Neubau und die Umstellung auf die moderne Lager- und Fördertechnik einen großen Sprung nach vorne machen. Also wir reden auch von einem Quantensprung, den wir hier erzielt haben, und durch die Flexibilität, die wir gleichzeitig geschaffen haben, durch die Möglichkeiten, weitere Shuttles mit einzusetzen für weiteres Wachstum, können wir auch für die Zukunft sagen, dass wir sehr, sehr gut aufgestellt sind, was die Logistikprozesse angeht bei Reiser. Ich würde mal sagen, wir spielen hier in der Champions League. Die Firma Gebhardt ist der Partner, so jemanden brauchen wir.